Der Neutralleiter wurde jetzt unter der Hutschiene verlegt. Wir haben unter der Hutschiene genug Platz und wenn wir es unter der Hutschiene die Aderleitung, den Neutralleiter verlegen, dann wird es nicht zerdrückt, auch nicht die Isolierung wird nicht beschädigt. Damit können wir diese Aderleitung, den Neutralleiter mit 10 Quadratmillimeter Querschnitt unter der Hutschiene verlegen. Vorab sollten wir diese dann auch kontrollieren. Das ist dann abhängig von dem Verteiler. In dem Verteiler, in dieser Ausführung, ist es möglich, ohne die Beschädigung der Aderleitung unter der Hutschiene, wie es genannt wird, den Neutralleiter zu verlegen. Ich habe hier genug Platz und dies sollten wir vorab immer kontrollieren, bevor wir hier die Anschlüsse festschrauben, hier an dem FI-Schutzschalter und an der Neutralleiterschiene. Die Hutschiene können wir ganz einfach abnehmen, wenn wir oben keine Aderleitung verdrahtet haben, also keine Leitung aus dem Verteiler rausgeht oder hier eingeführt wird, können wir die Hutschiene einfach so lösen, indem wir die beiden seitlichen Schrauben ein wenig lösen, nicht komplett abschrauben. Wenn wir die beiden seitlichen Schrauben kreuz, bei dieser Ausführung des Verteilers sind es Kreuzschrauben, wenn wir die gelöst haben, können wir die Hutschiene komplett so hochheben und dann so rausnehmen. Das ist wie so ein Haken ist das. Man schiebt es rein und dann setzt man zurück, also runter und dann ist es fest und dann wird es festgeschraubt. Und so können wir das hier komplett abnehmen und dann kontrollieren, ob der Neutralleiter hier auch genau passt. Wenn der passt, dann können wir den auch so verlegen. Also dabei sollten wir darauf achten, dass die Aderleitung nicht zerdrückt wird und die Isolierung nicht beschädigt wird. Also nicht geschnitten wird, weil die hier an der Hutschiene sind die sehr scharf hier, die Ecken. Diese Schienen nennt man auch Hutschienen, die sind dann bei jedem Verteiler gleich. Die sind dann auch bei größeren Verteilern genauso. Die sind natürlich länger, aber sind immer so aufgebaut, diese Hutschienen. Die werden auch so genannt. So habe ich es verlegt, so können wir das immer machen. Ist immer so eine Übungssache, die Verdrahtung von Verteilern. Und es sollte immer gründlich überlegt werden, wie wir die Leitung am besten führen können. Und ich habe ja vorher die Leitung hier lang geführt, oberhalb der Hutschiene. Das war ja nicht so optimal. Jetzt haben wir es besser. Jetzt können wir das hier schön seitlich so verschieben und es stört nicht und wird dabei natürlicherweise auch nicht beschädigt. So ist es besser. Das ist dann natürlich immer abhängig von dem Verteiler. Sollte immer vorab kontrolliert werden. Dieser genormte Verteiler, Unterputzverteiler für Wohnungen, dafür sind die jetzt zugelassen und wir können diese Leitungen auch hier unterhalb der Hutschiene verlegen. Diese flexiblen Verdrahtungsleitungen. Denn in den Verteilern nehmen wir ja immer flexible Verdrahtungsleitungen. Bei 10 Quadratmillimeter ist es möglich, wenn wir noch 1,5 Quadratmillimeter haben oder 2,5 Quadratmillimeter haben, dann ist es noch besser, noch einfacher. Bei 16 müsste man dann vorab nochmals kontrollieren. Es kann auch sein, dass wir dann auch 16 Quadratmillimeter nehmen bei Wohnungsverteilern. Aber größer als 16 Quadratmillimeter wird es bei Wohnungsverteilern niemals sein. Also das ist dann eigentlich ab 16 Quadratmillimeter ist mehr schon im, das sind schon größere Verteiler und für Wohnungsverteiler, für diese Wohnungsverteiler oder Kleinverteiler ist schon bei 16 dann auch Schluss, 16 Quadratmillimeter. 16 müsste man nochmals kontrollieren, aber bei 10 passt es. Und diese Verdrahtung von Verteilern ist immer
sollte immer zuerst mal überlegt werden, wie wir die Aderleitung verlegen können. Wichtig dabei ist immer natürlich, die Isolierung nicht zu beschädigen und dass die Leitungen so verlegt werden, dass die Hitzeentwicklung dann im Betrieb, dass die auch nicht stark ist. Denn wenn wir überlegen, wenn dann hier Strom fließt, wenn wir hier Strom abnehmen, dann werden diese Aderleitungen stark erwärmt. Und wenn die so immer so verstaut verlegt werden, dann können sie sich gegenseitig stark erwärmen. Und das ist natürlich nicht so optimal. Deshalb darauf sollten wir auch achten. Ich möchte Ihnen in diesem Video mal zeigen, wie ich so eine Aderleitung so mit Aderenthülsen versehe. Das möchte ich Ihnen hier vorführen. Und ich habe hier die 10 Quadratmillimeter Aderleitung flexibel, also sehr einfach feindrehtig, sehr einfach zu biegen. Und wenn wir jetzt hier die Aderenthülsen setzen, dann brauchen wir immer so Abisolierzange, dann Messer oder auch ja, da oder so ein Messer, dann können wir auch nehmen. Und dann natürlich die richtigen Aderenthülsen. Die Aderenthülsen müssen genau auch jetzt, wenn es 10 Quadratmillimeter sind, dann sollten wir auch die 10 Quadratmillimeter Aderenthülsen nehmen. Also keine größeren nehmen, genau passende nehmen. Zum Beispiel, ich habe jetzt hier die 10 Quadratmillimeter Aderenthülsen. Wenn ich die jetzt hier draufsetze, dann müsste ich zuerst mal so nachmessen, ja, wie weit ich abisolieren muss. Bei dem müsste ich hier bis hierhin abisolieren. Das sehen wir hier. Und dann nehme ich mir meine Abisolierzange, setze es hier drauf, drehe es einmal durch, nehme mir hier ein Messer, schneide es hier seitlich so ein bisschen ab, damit ich das einfacher abnehmen kann. Genau, dann nehme ich das ab. Dann habe ich diese Länge. Genau diese Länge. Das soll jetzt auch so sichtbar sein. Dann werde ich genau diese Länge. Das passt dann genau hier so drauf. Wenn ich jetzt, ich habe das ja jetzt nachgemessen. So, genau diese Länge. Dann schiebe ich das hier drauf, die Aderenthülse. Die 10 Quadratmillimeter Aderenthülse schiebe ich so drauf. Die passt dann ganz genau hier drauf. Genau. Und dann brauche ich so eine Krimmzange. So eine Krimmzange. Die hatte ich auch beim letzten Livestream auch gezeigt. Diese Krimmzange ist geeignet, passend für 0,25, steht auch hier, 0,25 bis 10 Quadratmillimeter Querschnitte. Also das ist dann genau passend. Dann werden wir das hier so, das muss dann auch genau passen, dann schieben wir das hier so hier rein, komplett rein. Und dann habe ich das hier so drin. Ich mache das mal so, genau ganz bis zu dieser Kunststoffumhüllung. Und dann drücke ich das hier so zusammen und dann lasse ich einfach los. Wenn ich loslasse, dann ist das hier genau passend zusammengekrümmt, zusammengequetscht. Wir sehen das auch. Genau. Aber wir erkennen hier, bei dieser Aderenthülse müsste ich noch einmal nochmals krimmen. Das heißt, hier diese Spitze, diese Aluminiumspitze ist zu lang. Ja. Aber ich weiß hier bei den Leitungsschutzschaltern, wenn ich den hier jetzt komplett bis zum Anschlag reinstecke, hier unten, bis zum Anschlag hier einschiebe, dann habe ich immer noch hier diese, ein Teil ist noch sichtbar. Das sehen wir hier. Das heißt, ein Schutz gegen indirektes Berühren ist nicht gewährleistet. Das heißt, wir müssen ja komplett hier nur diese Kunststoffumhüllung sollte sichtbar sein, damit das gegen indirektes Berühren geschützt ist. Also das ist eigentlich, diese Aderenthülsen sind viel zu lang für diese Leitungsschutzschalter. Für andere Bauteile, für bestimmte Verdrahtungen in Verteilern sind die vielleicht geeignet, aber für den ist es nicht geeignet. Das heißt, wir müssten jetzt hier die Spitze so abschneiden, damit das hier
auch genau alles reinpasst, bis zum Anschlag hier ins Leitungsschutzschalter, hier in die Verbindungsstelle reinpasst. Und dass wir dann einen Schutz gegen indirektes Berühren haben. Das ist ja jetzt nicht nur so jetzt theoretisch so, dass wir so einen Schutz haben, sondern es ist auch Vorschrift laut VDE, laut den VDE-Bestimmungen, dass hier immer, dass wir nur hier die Umhüllung haben, diese Kunststoffumhüllungen. Kein leitendes Material sollte hier sichtbar sein, vor allem bei den Phasen. Bei dem Neutralleiter ist das nicht so schlimm. Da haben wir, kriegen wir keinen Stromschlag, wenn wir es anfassen. Aber hier bei den Phasen würden wir einen Stromschlag bekommen. Deshalb ist das hier viel zu lang. Um das jetzt hier zu kürzen, nehmen wir so eine Kabelschere. Das ist immer optimal. Mit der Kabelschere können wir butterweich so eine Aderenthülse oder ein ganz allgemein so eine Aderleitung abschneiden. Mit einem Seitenschneider wäre schwierig, es wäre auch möglich, aber es wäre schwieriger. Das heißt, ich nehme hier meine Kabelschere, die auch für Elektroinstallationen konstruiert werden, verkauft werden, für Elektroinstallationen geeignet sind, und dann wird das hier so gekürzt. Einfach so zusammendrücken und dann habe ich das komplett hier gekürzt. Wenn wir uns das sehen. Dennoch habe ich hier diese Krimpstelle, wo ich zusammengedrückt habe, zusammengequetscht habe. Das heißt, die Verbindung ist optimal. Ich kriege es nicht mehr raus. Das ist optimal, weil ich das ja zusammengekrimpt habe. Jetzt, wenn ich es hier so reinstecke in den Leitungsschutzschalter, dann ist es komplett drinnen. Man erkennt das. Da ist jetzt keine leitende Stelle sichtbar. Wenn ich das komplett hier so reinstecke, dann müsste ich nur noch festschrauben. Dann wäre das optimal und so sollte es auch laut DIN VDE-Vorschrift auch so sein, dass wir nur diese Kunststoffumhüllung haben, keine leitende Stelle, keine leitende Spitze sollte hier unten sichtbar sein. Das heißt, ich habe es hier gekürzt, wir sehen das auch, und das ist optimal mit der Krimzange dann auch so zusammengequetscht worden mit der Aderenthülse und der Aderleitung. Und wir müssen das immer bei der Verdrahtung von Verteilungen müssen wir immer diese flexiblen Aderleitungen, bevor wir es hier an die Verbindung stellen, verbinden, an die Bauteile, an die Leitungsschutzschalter, EFI-Schalter, verbinden, immer mit Aderenthülsen versehen. Dann haben wir eine gute Verbindung und so sollte es auch sein. Sonst, wenn wir das ohne Aderenthülsen hier verbinden, dann haben wir keine richtige Verbindung an der Verbindungsstelle. Und das wäre dann auch laut DIN VDE-Vorschrift auch nicht regelkonform und auch nicht zugelassen. Deshalb immer immer hier Aderenthülsen verwenden bei der Verdrahtung von Verteilungen. Die Aderleitungen sind alle flexibel in den Verteilungen, ob jetzt 1,5 Quadratmillimeter, 2,5 Quadratmillimeter, 4 Quadratmillimeter, hier 10 Quadratmillimeter, 16 Quadratmillimeter. Wir müssen immer diese flexiblen Aderleitungen mit Aderenthülsen versehen und dazu brauchen wir so eine Krimzange. Und bei größeren Querschnitten, wenn wir jetzt hier so einen Verteiler haben, der so groß ist wie so ein Schrank, ja, bei zum Beispiel größeren Gebäuden, Einkaufshäusern, Bürogebäuden, öffentliche Gebäuden. Da sind dann größere Verteilungen vorhanden und da sind die Querschnitte natürlich auch größer als 10
an bestimmten Stellen im Verteiler sind die Querschnitte der Aderleitungen auch größer als 10 Quadratmillimeter oder 16 Quadratmillimeter. Und in Größenordnung von 25 Quadratmillimeter, da sind auch flexible Leitungen, Aderleitungen, Einzelleitungen, dann dort werden dann Kabelschuhe, sogenannte bei der Verteilungsbau Kabelschuhe verwendet. Die werden auch so genannt. Es sind so spezielle Aderenddüsen, aber so eine andere Bauweise. Die werden dann als Kabelschuhe genannt. Diese Kabelschuhe können wir dann mit so Krimzangen, mit einfachen Krimzangen nicht mehr verbinden. Dort müssen wir dann immer so spezielle Maschinen nehmen zum Zusammendrücken, zum Zusammenverbinden der Kabelschuhe mit der Aderleitung, die dann 25 Quadratmillimeter ist oder 50 Quadratmillimeter ist, also keine 10 Quadratmillimeter. Und diese Kabelschuhe, die werden dann mit einer speziellen Maschine, die dann mit Druckluft funktioniert, zusammengedrückt, zusammengequetscht, und dann haben wir auch eine optimale Verbindung. Dann haben wir aber keine zum Reinstecken Verbindungsstellen, sondern wir schrauben das richtig so fest mit Schrauben. Und das sind dann natürlich größere Verbraucher, größere Verteiler, die so groß sind wie so Schränke für Einkaufshäuser, für Bürogebäuden. Und dort werden dann diese Kabelschuhe verwendet. Aber für unsere Elektroinstallation in Wohngebäuden, für Wohnungsverteiler reichen diese Krimzangen aus. Es gibt auch Krimzangen bis 16 Quadratmillimeter Querschnitt zum Krim. Meiner ist ja bis 10 Quadratmillimeter zum Krim. Und ab 16, also bis 16 können wir uns so vorstellen, dass wir bis 16 Quadratmillimeter Aderleitungen in Wohnungsverteilungen verdrahten. Also größer als 16 wird es nicht sein. Also höchstens, also meistens sind es 10 wie hier, aber man kommt auch vor, wenn wir leistungsstarke Verbraucher haben im Gebäude oder in der Wohnung, dann nehmen wir 16 Quadratmillimeter und ich muss was trinken, einen Moment. Genau. Also 16 Quadratmillimeter größer wird es nicht bei Wohnungsverteilern. Und die Wohnungsverteiler sind eigentlich in dieser Größe. Ich habe Ihnen das mal vorgeführt, wie das alles erfolgt, dieses Zusammenquetschen. Also niemals so mit Kombizange oder Seitenschneider diese Verbindung von Aderleitungen und Aderenthülsen durch ausführen, sondern immer mit einer Krimzange. Mit einer Krimzange haben wir eine optimale Verbindung zwischen der Aderenthülse und der flexiblen Aderleitung. Diese flexiblen Aderleitungen, die können auch 1,5 Quadratmillimeter sein, die können auch 2,5 Quadratmillimeter sein. Also es muss nicht 10 sein. Also wir können auch hier 2,5 Quadratmillimeter Querschnitt nehmen. Aber es ist zukunftsorientierter, wenn wir einen größeren Querschnitt nehmen. Falls wir noch weitere Verbraucher anschließen, dann müssen wir das nicht komplett nochmals umvertragen. Und sonst vom Livestream her wollte ich Ihnen das heute so ein bisschen vorführen, wie das mit den Aderenthülsen durchgeführt wird, ausgeführt wird, wie die Anfertigung der Aderenthülsen, welche Schritte wir da durchführen müssen und welche Werkzeuge wir dabei nehmen müssen. Das habe ich Ihnen heute mal ein bisschen vorgeführt. Wichtig dabei ist natürlich hier, ich habe ja hier schon mal Aderenthülsen gehabt, die einen größeren, hier größere Spitze hatten,
ich musste immer so abschneiden. Bei so einem kleinen Verteiler ist das nicht so tragisch. Wir können das, die paar Aderenthülsen, die wir hier draufsetzen, die können wir natürlich kürzen, abschneiden mit einer Kabelschere. Das ist nicht schwierig, also das ist nicht so zeitaufwendig und ist nicht schwierig und es erfordert nicht viel Arbeitszeit. Und es ist auch, entspricht natürlich auch dann der Sicherheit. Also es ist nicht, es ist zugelassen. Wenn wir das krimmen und dann die Spitze mit einer Kabelschere dann abschneiden, damit das hier komplett hier reinpasst, entspricht der Norm, der Vorschrift. Aber nur, wenn wir jetzt einen größeren Verteiler haben und wir haben so Aderenthülsen, die alle so lang sind und wir müssen die alle kürzen. Das würde jetzt sehr viel Arbeitszeit nehmen. Deshalb vorher immer die richtigen Aderenthülsen, also die richtige Länge nehmen. Hier diese Spitze, die sollte hier genau, also es gibt da auch Aderenthülsen, die haben hier eine kürzere Spitze. Dann müssen wir hier nicht abschneiden, damit das hier komplett reinpasst. Dann nehmen wir diese kürzeren, dann kaufen wir die kürzeren, dann müssen wir nicht immer dieses noch diesen Arbeitsschritt abschneiden, nochmals ausführen. Das würde ja viel Zeit nehmen, wenn wir einen größeren Verteiler haben. Also die richtigen Werkzeuge nehmen, die richtigen Betriebsmittel nehmen, die passenden, alles gut überlegen, am Anfang lieber Zeit nehmen und sich die Materialien alle zusammenstellen, die wir benötigen und gut überlegen, wie wir die Leitungen hier verlegen, welche Werkzeuge wir benötigen. Wenn wir das alles zusammen haben, dann können wir loslegen mit der Verdrahtung. Das erfordert dann nicht viel Arbeit und wir haben dann auch eine ordentliche Arbeit am Ende. Und falls wir das immer so ein bisschen rumfuschen, das wäre dann, später hätten wir dann nur Schwierigkeiten. Also deshalb, also dieses Kürzen, was ich hier gemacht habe, das geht noch in Ordnung, aber bei größeren Verteilern sollten wir diese Aderenthülsen kaufen, die hier nicht so eine lange Spitze haben. Das ist natürlich, ich habe das schon gehabt, diese Aderenthülsen, und die kann man für andere Bauteile vielleicht verwenden. Deshalb sind sie vielleicht länger, die werden dann auch gebraucht. Aber hier bei dem Leitungsschutzschaltern müssen wir es kürzen, weil die hier nicht komplett hier reingehen bis zum Anschlag. Hier ist keine, ich habe hier eine Kunststoffmantelung, also nicht Isolierung, sondern Kunststoffmantelung. Und wenn ich es hier auch berühren würde, würde nichts passieren. Es entspricht dann auch der Vorschrift. Und so sollte das auch gemacht werden. Also wichtig ist immer diese, die Verdrahtung von Verteilern ist immer so eine Übungssache. Und manchmal, wenn man viele Verteiler verdrahtet hat, dann hat man schon ein bisschen die Vorahnung. So kann man auch planen, wie die Leitungen geführt werden. Es gibt ja auch Phasenschienen, die wir ansetzen können. Ich habe es jetzt bei dem Verteiler, bei dem kleinen Verteiler habe ich jetzt flexible Aderleitungen genommen. Bei größeren Verteilern kann man auch Phasenschienen nehmen. Also die setzen wir dann hier drauf und dann kann man die einzelnen Phasen so auf die einzelnen Leitungsschutzschalter verteilen. Das wäre dann auch möglich. Sonst von meiner Seite her wäre es das für heute mit dem Livestream. Ich wollte Ihnen das mal ein bisschen vorführen, wie die Verdrahtung bei Wohnungsverteilern dann auch optimal ausgeführt wird. Und ich möchte Danke sagen, dass Sie hier meinen Livestream sich angeschaut haben. Sie können sich auch nachhinein komplett das Video sich nochmals anschauen. So wie ich es hier live aufgenommen habe, wird es dann in paar Minuten unter der Rubrik live auf meinem YouTube-Kanal. Und
unter der Rubrik Live, unter dem Register Live, wird es dann veröffentlicht. Also in ein paar Minuten müssen Sie einfach auf meinem YouTube-Kanal gehen, unter Live sich anschauen und dann wird es genau 1:1, wie ich es hier aufgenommen habe, veröffentlicht. Können Sie nachhinein nochmals anschauen. Ja, sonst möchte ich nochmal erwähnen, meine Livestreams sind immer unabhängig vom Tag, frühestens 19 Uhr, spätestens 19.15 Uhr. Wenn ich in diesem Zeitraum nicht live gehe, dann heißt es, dann werde ich an diesem Tag nicht live gehen. Also Sie können sich an diese Zeiten dann orientieren, 19 bis 19.15 Uhr, unabhängig vom Tag. Sonst, es wird weitergehen mit den Livestreams zu den Verdrahtungen von Verteilern. Ich möchte Ihnen Tipps geben. Ich möchte Ihnen die Bauteile in den Verteilern vorstellen, was wir zu beachten haben. Möchte ich Ihnen in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten auch zu den Verteilern so Livestreams dann auch durchführen. Natürlich werden auch ganz normal normale Videos dann auch auf meinem YouTube-Kanal regelmäßig veröffentlicht. Ja, abonnieren Sie auch meinen YouTube-Kanal, liken Sie auch meine Videos, denn wenn Sie meine Videos liken, werden die Videos auch vielen anderen Zuschauern auch vorgeschlagen. Wenn Ihnen die Videoaufnahme auch ein wenig gefallen hat, liken Sie dennoch, denn die Videos werden dann dadurch dann besser verbreitet, den anderen Zuschauern vorgeschlagen. Wenn es Ihnen überhaupt nicht gefallen hat, schreiben Sie bitte im Kommentarbereich rein, was ich besser machen kann, wo ich mich verbessern sollte, was besser wäre, so überhilfreiche Kommentare für mich und für die anderen Zuschauer würde ich mich immer freuen. Also ich lese mir auch die Kommentare durch und lerne auch dabei und optimiere auch meine Videos. Sonst auch nachhinein, jetzt nach dem Livestream, wenn Sie sich das Video unter der Rubrik Live anschauen, können Sie auch Kommentare hinterlassen. Und das Abonnieren von meinem YouTube-Kanal ist für alle Zuschauer kostenlos. Sonst würde ich sagen, diese Arbeiten sollten immer von Fachpersonal ausgeführt werden. Nur weil man es gesehen hat, sollte man diese Arbeiten nicht ausführen als Nichtfachmann, denn die theoretischen Kenntnisse sollte jeder auch, der diese Arbeiten ausführt, auch wissen. Also die Theorie dahinter ist auch sehr wichtig, nur zu sagen, ja, ich habe das jetzt gesehen, ich mache das jetzt nach, wäre falsch, weil von der Elektroinstallation geht eine starke eine Gefahr aus für Personen und Sachgegenstände. Personen können Stromschlag bekommen und dann zum Herzstillstand führen oder Sachgegenstände, es kann zum Brand führen und sie Sachgegenstände, ja, können dann durch den Brand dann komplett verbrannt werden. Deshalb sollte man diese Arbeiten immer von Fachpersonal ausführen lassen, die auch diese theoretischen Kenntnisse haben. Ich möchte Ihnen hier meine Kenntnisse weitergeben, aber eine hundertprozentige Richtigkeit meiner Angaben kann ich natürlich nicht gewährleisten. Es sind für Sie zusätzliche Informationen, sehen Sie meine Videos als zusätzliche Informationsquelle. Schauen Sie sich auch andere Videos von den YouTubern an, von anderen YouTubern an, zum Thema zum Beispiel Verteilungen. Schauen Sie auch, es gibt auch international, Elektroinstallation ist ja international, können Sie auch international auch Videos anschauen, müssen ja auch, wie die Verdrahtung, die YouTuber, die Verdrahtung ausführen.
Also sie haben dadurch ein größeres Bild, können mehr Kenntnisse erwerben. Ich meine, jede Person kommt ja in Berührung mit der Elektrik, mit Elektroinstallation. Und wenn mal eine Gefahr ist, wenn einer Stromschlag erleidet, wissen Sie, sollten Sie gleich zum Sicherungskasten laufen, zum Stromkreisverteiler und alle Sicherungen abschalten, bevor Sie dann der Person helfen. Also freischalten zum Beispiel, also auch Laie, wenn man so Kenntnisse über Elektroinstallationen erwirbt, schadet nicht, weil ohne Stromversorgung funktioniert nichts. Und deshalb, wenn man so diese aus diesen Videos Informationen mitnimmt, ist es immer hilfreich. Und wenn Sie natürlich das nachmachen, machen Sie das natürlich selbstverständlich in Ihrer eigenen Verantwortung. Ja, von meiner Seite her wäre es das für den Livestream. Ich danke Ihnen nochmals, dass Sie mein Livestream sich angeschaut haben. Würde mich freuen, wenn Sie auch die anderen Videos auf meinem YouTube-Kanal anschauen würden. Würde mich auch freuen, wenn Sie meine Videos auch liken würden, damit das verbreitet wird. Und natürlich, wenn Ihnen an den Videos irgendwas nicht gefällt, wenn Ihnen fachlich was fehlt, in der Aufnahme was fehlt, schreiben Sie einfach rein, solange es uns dann weiterhilft. Ich kann mich immer verbessern, optimieren und sonst, ja, bis zum nächsten Livestream und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ich möchte meinen Livestream jetzt beenden. Vorab möchte ich noch was ausprobieren für mich selber. Also wundern Sie sich vielleicht nicht, wenn ich so was ausprobiere. Aber ich möchte hiermit meinen Livestream dann beenden. Im nächsten Livestream geht es dann weiter mit der Verdrahtung von Verteilern, von Wohnungsverteilern unter anderem. Und ich möchte Ihnen weitere Informationen, hilfreiche Informationen dazu geben. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie meinen Livestream sich angeschaut haben. Nach dem Livestream können Sie unter der Rubrik auf meinem YouTube-Kanal, unter der Rubrik Live auf meinem YouTube-Kanal, das komplette Video, was wir jetzt hier aufgenommen haben, was ich hier gestreamt habe, nochmals anschauen.